Moin Moin! Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Castle of Heart für die Nintendo Switch. Exklusiv, wohlgemerkt. Der Schwierigkeitsgrad zieht langsam an. Wie man gemerkt hat, im letzten Video bin ich ein paar Mal gestorben. Ich versuche jetzt vorsichtiger zu sein und mehr das Environment zu benutzen, also die Umgebung, um zu versuchen, die Gegner auszulöschen. Weil man kann ja mit dem Feuer und alles mögliche und die ganzen Fallen alles mögliche mal versuchen, um die Gegner tot zu bekommen. Weil das wirklich schwer ist. Es ist also nicht bockschwer, aber es ist schon schwerer. Also ja, aber für mich eigentlich ganz spannend, denn weil es war der erste, man muss sagen, Kapitel 1 war auch echt zu leicht. Wir starten mal direkt mit Kapitel 2, Abschnitt 2. So. Man muss auch mal auf die Umgebung achten, weil es gibt wirklich so ein paar Sachen, die ja. Was ist denn? Den könnte ich erwischen, na egal. Haben wir doch bestimmt auch, ne? Ah, super, hat sich richtig gelohnt, den Stunt zu machen. So. Okay. Boah, da schwingt er. Oh. Oh nein. Die sind auch echt mal knüppelstark, die Viecher. Springen? Ich weiß nicht. Trau mich nicht, dass ich springe. Wir haben fast gar kein Leben mehr. Oh nein! Springt genau rein. Boah. Das meine ich mit Knüppel schwer. Also. Da ist echt nicht viel Luft, ne? What? Habe ich den auch noch? Ach, der lässt jedenfalls seine Waffe liegen, aber nein, macht er nicht. Oh. Ist dein Ernst? Oh, Mann, das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Verdammt! Huch! Ah, so ist natürlich auch nicht schlecht. So, geben wir mal das Ding. Okay, was machen wir mit den Typen hier unten? Kann ich eigentlich einfach drauf kommen, ne? Hat aber auch einen Knüppel da, das ist nicht normal, echt. Okay, probieren's. Okay. Och Mann. Das ist doch nicht normal. Ich muss ihn doch irgendwie getötet bekommen. Scheiß Giftpfeile da, wollte ich mal sagen. Naja, wollte ich nur sagen, sind ja Giftpfeile. Oh! Ich bin doch genau richtig abgesprungen.
Kriegen wir ihn unten gekillt, ohne dass ich... Kann natürlich ein bisschen meine Bomben benutzen. Okay, brachte gar nichts. Alter, bringt gar nichts, ey, ganz im Ernst. Ja klar. Okay, können wir gleich umbringen wieder hier. Komm, schieb den Pfeil ab. Ich komme nicht mal an der ersten Stufe vorbei, das gibt's doch gar nicht. Ich bin immer noch am Startpunkt, ne? Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ich bin immer noch am Startpunkt. Ich bin richtig sauer gerade. Oh. Ja, jetzt bin ich auch noch raus. Ach Mann, oh. Aber hier ist die Armbrust da. Ich kann gar nicht mehr so schnell, kann man gar nicht springen, wie der die Dinger schießt. Echt nicht. Geht gar nicht. Nein. Okay. Oh, Alter, ist das bockschwer. Okay, was gibt's denn noch für eine Möglichkeit, wie ich die ausschalten kann, ohne gleich zu sterben? Oh nein, ich ging ins Feuer. Ach Mann. Na gut. Aber jedenfalls habe ich ein bisschen Energie gespart, wenn ich gleich drauf gegangen bin. Aber ich habe leider auch keine Armbrust bekommen, was echt schade ist. Na ja, klar. Okay. Och man, war ich erwischt, ja. Ich auch. So, jetzt müssen wir überlegen, wie wir es hier weitermachen. Ein bisschen Leben auf jeden Fall bekommen, das ist schon mal nicht so schlecht. Hier ist ein Armbrust, perfekt, nehmen wir mit. Dann kann ich das Viech da oben hier was abschießen. Ich vielleicht auch. Oh, nur weiter. Da ist nichts mehr hier. Nein! Oh, spring! Spring! Oh ja, ja, ja! Oh, wir sind echt ein Checkpoint weitergekommen. Mein Gott! Alter, 10 Minuten gebraucht für den ersten Checkpoint. Das ist auch nicht normal. So. Wollen wir uns da weiter mit rumärgern? Oh! Ey, ist das euer Ernst? Ohne Vorwarnung. Fang. So. Oh, danke für deine Waffe. Gut zu wissen, dass man da nicht drauf stehen bleiben kann. Ist aber auch echt mal fies gelöst hier, oder? Oh, ich habe die Feuerbombe geworfen. Was gar nicht meine Absicht war. Oh nein! So. Okay, von hinten zu erledigen ist einfacher als von vorne. Da oben ist ein... Wie komme ich noch hoch? Oh nein! Komme ich noch hoch?
wahrscheinlich auf dem Gegner stehen und dann aufs Dach rauf, ne? Nein! Da rutscht er runter. Ach, schade, Mann. Guck, man braucht gar nicht alle Gegner töten. Man kann auch eigentlich auch noch ein bisschen auf ihn rumhüpfen, ne? Das funktioniert anscheinend auch. Was ja auch nicht verkehrt ist. Es sei denn, die tauchen nachher alle überall irgendwo anders wieder auf. Und ich hab dann gar keine Chance! Oh. Ja, man muss echt minutiös, muss man das treffen, echt, das ist echt so. Ich treffe ihn nicht. Hör, du Vogel. Du Kackvogel. Nein! So. 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 Und so. Ah, klar. Dann soll ich auch nicht getroffen werden. Ah! Der Vogel, ey. Okay. Okay, es sind nicht mal die Gegner, die schwersten sind. Es ist echt einfach das Timing, was man hier echt ein bisschen beachten muss. Oh. Also. Hm. Hinterher? Oh, hier geht's auch noch. Oh, ich hab eine Bombe gefunden. Auch nicht verkehrt. Zwei. Oder. Schaut euch das an. Da war so ein Ding. Aber es ist leider den ersten verpasst. Macht ja aber auch nichts. Hier ist eine kleine Falle. Muss man ein bisschen aufpassen. Oben rüber? Nein. Doch, kann ich, garantiert. Ich kann auch garantiert oben rüber. Kann nicht, kann ich irgendwie so? Ne, kann ich nicht. Schade. Von der anderen Seite vielleicht gleich? Ja, von der anderen Seite. Achso, okay. Ich verliere jetzt meine ganze Energie hier. Ich muss da auf jeden Fall jetzt rüber. Aber sonst wäre das gar nichts, ne? Okay, na, viel Energie weiß ich jetzt nicht. Wollen wir ein bisschen? Oh! Direkt in der Falle gelandet und nichts passiert. Auch nicht schlecht. Oh. Shit. Shit, shit, shit. Das ist immer schon ein Stückchen, was man laufen muss, denn, ne? Nehmen wir das mit hier. Jetzt kennen wir uns ein bisschen aus hier, das heißt, wir können jetzt auf jeden Fall schon mal die Sachen holen, ohne dass wir wissen müssen, wie. Alter, diese Falle da ist aber auch echt fies.
Okay, den lassen wir mal kurz unten gedrückt. Kriegen wir nicht. So. Die haben wir versteckt schön, diese, ja, wie heißt das, Checkpoints. Okay, wir müssen laufen. Ah, es war dumm. Ah, es war dumm, 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 dumm. Okay, aber jetzt weiß ich, ob ich das machen kann. Okay, 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 okay. Ich verstehe es, ich verstehe es. Okay. Okay, dann kommen wir raus. Ah, okay, muss man schnell sein. Ja, muss man echt schnell sein. So. Ah, geht auch gar nicht. Wie soll das denn funktionieren? Na gut, nochmal. Ich will da gerne hoch. Ich will wissen, was da oben noch ist. Gibt's doch gar nicht. Ich bewege mich nicht. Ah, okay. Vergessen wir. Checkpoint! Oh! Oh nein! Warum springe ich weiter? Warum springe ich weiter? Ich war doch schon so gut wie sicher. Ich war doch schon so gut wie sicher. Ah, ist immer zu viel, Will, ne? Oh! Oh! Eieiei, du. Warum ist ein scheiß Vogel? Den holen wir uns gleich. Ah, mein Gott, diese Sprungpassagen, die machen mich auch ein bisschen warm, du. Oh. Ah, super. Alle Bienen mit. Oh. Oh nein! Na gut. Na gut, na gut, na gut. Wissen wir, was auf uns zukommt? Oh shit. Oh. Oh. Nochmal. Jetzt denken sich wahrscheinlich viele, oh, warum schneidet der Typ das nicht alles, wo er Fehler macht? Nee. Warum? Wenn ich so, dass ich jetzt aussehen will wie der perfekte Spieler. Aber ich finde es auch so ein bisschen albern, alles rauszuschneiden immer. Weil es ist ja nun mal das Spiel, worum es geht. Dass man da wirklich viele Fehler macht bei dem Spiel. Oh nein! Oh. Und ich finde, das muss man auch sehen können. Natürlich, wenn ich jetzt 100 Mal an der gleichen Stelle wäre, würde ich es wahrscheinlich nicht machen. Oh! So. Von oben geht's auch. Okay. Wir gehen jetzt einfach über die Dächer. Scheißegal, was unten ist. Oh. Nein! Radioaktiv! Keine Ahnung, was das ist. Auf jeden Fall sterbe ich daran. Ah. Okay. Alle drauf, ja. Weiß nicht, meinst du nicht unbedingt? Aber. Gehen wir mit. Super. Radioaktiv lassen wir mal stehen.
Sind noch ein paar Gegner? Okay. Da ist irgendwas drin, das wir uns holen sollten. Wenn wir nochmal raufkommen. Ne, kommen wir nicht mehr. Schade, hätte mal erst reingehen sollen. Falle. Ah, sehr gut. Perfekt. Oh, das passt ja wirklich perfekt. Also jeder Abschnitt dauert genau 20 Minuten ungefähr. Ja. Eieiei, das war ganz schön schwer, fand ich. Ja. Ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge dabei. Ich danke fürs Zuschauen und ja, bis dann. Ciao.